Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zur Sony PlayStation 5. Und heute geht es um ein bisschen Zubehör für die PlayStation 5 und zwar um die PlayStation Portal. Die PlayStation Portal ist ja auch schon eine Weile jetzt mittlerweile auf dem Markt, ist weiterhin sehr, sehr schwer zu bekommen. Das ist also wirklich so, dass ihr weiterhin im Sony Store davon nur eine einzige bestellen dürft. Dort könnt ihr sie aber wenigstens kaufen. Ansonsten sieht das bei Amazon und Co. relativ arm aus. Also das Gerät hat Nachfrage, hat eine Menge Nachfrage. Ich weiß auch schon selber persönlich so ein, zwei Dinge, die mich wahrscheinlich stören werden. Aber ansonsten ist es natürlich ein cooles Gerät und ich hatte einfach irgendwie mega Bock, euch das Ganze vorzustellen, damit ihr auch ja für euch wisst, ist denn die PlayStation Portal was für mich, ja oder nein? Ist heute hier frisch bei mir eingetroffen und wir werden das gute Stück jetzt gemeinsam unboxen, werden schon mal gucken, wie ist die Haptik, wie fühlt es sich an, ist das eine feine Sache in der Hand zu haben, wie ist es von der Größe und diese Kleinigkeiten, dann werde ich das Gerät natürlich ausführlich testen und werde euch dann natürlich an einem Test mein abschließendes Urteil geben. Preispoint natürlich auch ganz interessant, ist nämlich nicht ganz schlank, kostet nicht ganz schlank, schlanke war das Wort, was ich sagen wollte, 229 € der Preis bei Sony im Store und sieht so auf alle Fälle nett aus. Und jetzt gucken wir rein, wie das Ganze denn ist. Von der Verarbeitung und allem her, obwohl ich ganz offen gestehe, dass ich mir da nicht viele Gedanken mache. Sony-Qualität ist das Zeug auf alle Fälle immer. Wir haben hier, steht es nochmal drauf, warte mal, das ist Englisch, was ich gerade lese, weil PlayStation Portal Remote Player, ne? Da konnte man sich nicht sicher sein, ne? Lese ich gerade hier oben das Englische oder hier unten das Deutsche. Ein USB-Kabel ist dabei und Druckerzeugnisse, das ist ja schön, Druckerzeugnisse. Und dann schaut man hier, I'm prepared, ne? Das soll mir nie wieder irgendein Dämon vorwerfen. Ich werde nicht prepared bei ihm ankommen. You are not prepared. Ich denke mal, einige Leute werden wissen, wovon ich rede. Andere, ja, ne, überlegt mal. Ne? Ich World of Warcraft. So. So. Ei. Oh, da ist ja nochmal im Karton ein Karton. Im Karton ist ein Karton. Das nennt sich dann Umweltschutz. Hätte man mit rausnehmen sollen. Dann wäre das nämlich so gewesen. Machen wir nochmal zu hier. Und das ist dann schon wieder hier, ne? Gerade hier so die Schlaufe, ne? Mit den PlayStation-Symbolen. Das ist schon sehr, sehr cool. Ein bisschen mehr Design wäre gegangen, außer diesem Aufkleber. Also da hätte man wirklich ein bisschen was machen können. Ne? Wenn man das hier schon so schick macht, da extra einen Karton reinpackt, dann hätte man das auch machen können. Okay. Ziehen wir mal auf. Ich bin wirklich selber voll gespannt. So, und dann, das Schöne, alles bisher hier Pappe, ne? Das ist dann also nachhaltig, ne? Greta ist glücklich. Und da sehen wir schon mal ein USB-Kabel zum Laden wohl. Finde ich jetzt nicht so super sagen, interessant, auch nicht wie lange es ist, weil es ist zum Laden da und zum Laden ist es wurscht, ne? Ich habe genug USB-C-Kabel hier rumliegen. Das brauche ich da nicht auszupacken. Das mache ich immer so, ne? Das merke ich auch, wenn ich irgendwas verkaufe oder so. Irgendwas, wo ich den Originalkarton aufgehoben habe, was da noch an Kabeln drin ist, ne? Ich nehme da selten die Kabel raus. Oh, ist schon recht groß, ne? Ist schon recht groß. Ja, ne? DualSense, ne? Na, warte mal, hier oben die... da muss ich mal ganz kurz, da muss ich mal... Warte. Ich habe zum Glück hier ein Original DualSense. So ein bisschen Daumenfeeling gerade reinbekommen, den Daumen antrainieren. Wie fühlt es sich an? Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Doch, ist DualSense, ist definitiv DualSense. Ist einwandfrei, so... Dann haben wir natürlich hier den Hinweis, dass wir das Gerät einschalten sollen. Das ist ein guter Hinweis. Hier haben wir auf alle Fälle Lautstärke-Tasten. Da haben wir die Ein- und Ausschalter. Und da haben wir, keine Ahnung, da ist ein Schlitz, seht ihr den? Wofür auch immer. SD-Card wird es ja wohl kaum sein, ne? Nee, da auch nochmal. Ach, da vielleicht Entlüftung vom Bildschirm irgendwie, dass er sonst zu warm wird. Da sehen wir hier Plus und Minus die Lautstärke-Tasten. Hier auch schön beschriftet, aber keinerlei PS-Symbole drauf. R1, R2, Sony. Das wird wahrscheinlich ein Verbindungsbutton sein, der kleine.
und der große ist dann der Ein- und Ausschalter. Und so ist es ja auch hier genau angegeben. Unterseite nur auch ein Löchlein. Und da haben wir den Ladeanschluss und dann den ersten Kritikpunkt schon, den wir dort sehen. Ja, ich glaube, so kann man es am besten erkennen. Wir sehen hier dieses kleine Löchlein. 100%ig 3,5 mm Klinke für einen Kopfhörer mit Kabel. Wer hat denn einen Kopfhörer mit Kabel, Leute? Jetzt mal ernsthaft. Sorry. Hier die PlayStation-Taste natürlich. Share-Button. Options-Button. Also alles ganz genau, wie wir es gewohnt sind. Und hier sogar hier Mic-Mute. Da bin ich mal gespannt, ob das ganz genau so funktioniert wie an der PS5 selber. An der PS5 selber haben wir ja die Möglichkeit, wenn wir den gedrückt halten, falls ihr es wisst, ne? Weiß nicht jeder, war bei mir im Tipps und Tricks Video auch drin, wenn wir den gedrückt halten, dann wiederum ist es so, dass der komplette Tonausgabe ausgeschaltet wird. Und hier auf meinem Daumen hier, das ist kein Dreck, das ist Blut. Habe ich mir heute den Daumen aufgerissen. So, und dann machen wir mal hier eine schöne Folie ab. Und schauen auf einen, oh hier, auf mein Licht, auf meine schicken Holzbalken, auf mein iPhone, was ich jetzt hier schön spiegel. Machen wir mal an. Ein bisschen Akku wird ja drin sein, ne? Ein bisschen Akku wird ja drin sein. Ist ja eigentlich immer, dass die Sachen so ein bisschen vorgeladen sind. In der Theorie, in der Praxis. Ja! Ja, sorry, dass jetzt das Handy drin spiegelt. Aber egal wie ich es halte, es gibt hier irgendwie. Schön, dass ich nicht nackt filme. So, wollen wir auch keinem antun. Es bootet, es bootet, es bootet. Ist meine PS5 übrigens an? Nein, ist sie nicht. Ich mache die mal an nebenbei. Ach, hier liegt der Controller. Okay. Deutsch. Gefunden. Ach, Netzwerk muss ich natürlich einrichten. Klar, logisch. So, wir sind jetzt verbunden. Ihr hört es auch schon ein bisschen trällern. Ich habe natürlich erstmal sofort ein Software-Update, dem ich zustimme. Ja. Ich hätte ja gerne gleich direkt über LTE eingerichtet oder so, ne, um zu sehen, wie es da läuft. Aber ich denke mal, die erste Installation sollte man auf alle Fälle im Heimnetz machen und dann dort erstmal alle Einrichtungen machen. So, und da sind wir wieder. Ich würde mal sagen, gefühlt eine halbe Stunde später. Es waren eine ganze Menge Updates, Gerätesoftware, Controller, Link, Bärbe. Also, er hat einiges geupdatet. Ihr seht ja oben links im Bild die Uhr. Dann könnt ihr auch genau gucken, wie lange der Update-Vorgang war. Wie gesagt, gefühlt eine halbe Stunde. Ich muss jetzt noch per QR-Code mich anmelden. Das habe ich dann mit dem Handy gemacht, oder mit dem Tablet besser gesagt. Und jetzt soll ich eine Verbindung herstellen zu meiner PS5. Machen wir doch einfach mal wieder eine PS5 aus. Kann ja nur die eine sein. Schalte deine PS5 ein, haben wir. Gehe auf der Startseite der PS5 zur Einstellung System Remote Play und schalte Remote Play ein. Okay. So, kurz alles kontrolliert auf der PS5. Bei mir ist das bereits alles so, wie es hier steht, eingerichtet. Steht da schon alles so drauf? Also sagen wir mal fortfahren. Im Schnellmenü kann ich Einstellungen ganz leicht ändern. Tippe auf die Taste. So. PS-Link-Headset haben wir nicht. Drücke Kreis oder tippe auf Display, um dieses zu schließen. Flugmodus, Einstellungen, die PS5. So, ich drücke Kreis. Es hat geklappt, du bist bereit und kannst loslegen. Weiter. Oh, sieht schon schick aus, ne? Sieht schon schick aus, wirklich, oder Leute? Jetzt mal ganz ehrlich. Verbindung mit PS5, 238 wird hergestellt. Okay, Einstellungen momentan sehe ich gerade, habe ich hier noch natürlich nicht 24 Stunden Uhrzeit, sondern nur 12 Stunden Uhrzeit. Na komm, Mensch, du bist im WLAN, das muss schneller gehen. Du bist doch im WLAN. Pass auf, gleich kommt gescheitert. Nein, bereit zum Spielen. Sehr schön. Okay. Ja, genau, da war ich im. Start nochmal ganz kurz Banishers hier.
Also ich weiß jetzt schon an dieser Stelle, das erste Zubehör, was ihr euch dazu kaufen müsst, wenn ihr das Ding ja mobil benutzen wollt, ist eine Schutzhülle, ne? Dieses schöne Display hier, das braucht, schreit nach Schutzhülle. Definitiv, das wollt ihr euch nicht so in den Rucksack reinwerfen oder so, auf gar keinen Fall. So, sie macht dasselbe wie meine Konsole. Man kann jetzt also nebenbei auch auf dem Monitor sozusagen ja, sehen, was passiert. Ich habe hier meine PS5 hier neben mir auf dem Monitor laufen und die zeigt mir gerade genau dasselbe an. Und das funktioniert schon mal einwandfrei soweit. Mal gucken gleich ganz kurz die Steuerung. Und dann werde ich das dann nochmal in Ruhe testen. Ich weiß jetzt schon, wie gesagt, ich muss dann noch im Museum vorbei, dass ich mir dort einen Kopfhörer finde mit 3,5 mm Klinkenanschluss. Also Sony, sorry, echt kein Bluetooth, sorry, geht gar nicht. Ach, ich hätte vielleicht mal drücken sollen, ne? Das hätte uns auch geholfen, dann wäre das viel schneller gegangen. Aber Epilepsie-Hinweis, dass man den auch mal wegklicken muss, war mir nicht klar. Okay. Kann ich eigentlich touchen? Touchen kann ich, warum ist aber nicht so ganz klar. Mikrofon ist gemutet. Ah ja, ich wollte ja nochmal gucken, ob wenn wir das drücken, ob wir den Ton dann komplett ausschalten. Oh, okay, also keinerlei Verzögerung jetzt hier. Das passiert zu 100% genauso, wie es soll. Das ist genial. So, mal gucken. Mikrofon an. Nee, Sound schaltet man da leider nicht aus. Nein, das macht man leider nicht. So, wie war es mit dem Schnellmenü? Muss ich da auf den Desktop zurück oder was? Also, ich kann mit PS-Taste drücken. Ja, ne? Als ob wir unsere PS5 bedienen. Absolut identisch. Total lagfrei. Also so macht es schon mal einen guten Eindruck. Also der Bildschirm ist schön, Lautsprecher und alles. Muss ich mir nochmal genau anhören. Ne? Das ist jetzt hier, sage ich mal, momentan... Ich muss mal ein bisschen leiser machen hier. Hab ja hier ein Knöpfchen. Okay, wunderbar. Also, Ersteindruck, qualitativ sehr gut. Fühlt sich an wie PS5-Controller, aber das muss ich jetzt natürlich erstmal ausführlich testen. Es sieht gut aus, es ist auf alle Fälle im Heimnetz ist es wahnsinnig flott, ist genauso wie es sein soll. Unterwegs wird das interessant und wie gesagt, für unterwegs muss ein Case her, weil das schöne Gerät, das will man doch nicht irgendwie einfach so in die Tasche reinhauen, also auf gar keinen Fall. Aber, macht schon was her, der Bildschirm kommt wahrscheinlich hier auf dem Video gar nicht so geil rüber, wie er ist. Der Bildschirm ist schon wirklich geil, doch, gefällt mir. Okay, das war's erstmal. Unboxing, Ersteinrichtung haben wir gemacht. Ich werde jetzt erstmal diesem Ding hier richtig auf den Zahn fühlen und dann werden wir schauen, was ich dazu sage, ob ich euch das empfehlen kann, ja oder nein. Denn wie gesagt, der Preis mit 229 Euro ist jetzt auch kein Schnapper schlechthin und die Anwendungszwecke, wie die sind, das werde ich euch dann natürlich auch sagen. Ich danke euch fürs dabei sein. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Fragen zur PS Portal, ne? Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, ne? Ich habe das Ding jetzt ja hier rumliegen, dann fragt und ich hoffe, dass ich euch dort natürlich dann auch Rede und Antwort stehen kann. Das war's von mir. Ich danke und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.